Lichtschwertstaffel an Temperance. Hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Langstreckenkommunikation. Ihr seid jetzt schon die dritte Patrouille mit Kopf-Blackouts. Kommt zurück, Gunny. Der Kommandant erwartet einen Bericht. Lausige, kommt! Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Frisk? Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor die Rede zu Ende ist. Keo. Ich flieg nicht gegen dich. Ich hab meine Lektion schon nach den ersten 12 Mal gelernt. Sei ruhig. Die Rede geht jetzt los. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vanguard-Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort einer Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du, ist es? Eine Art Waffe? Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet, völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk, weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben. Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temperance. Wir können den neuen Boss kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Cyrelda Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du willst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey, Gunny, ich hab hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuva, aber du kannst mich Gunny nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Wir reden nach der Besprechung, okay? Du trittst einer der besten Staffeln der neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Das werden wir jetzt auch tun. Und damit nochmal ein kurzes Hallo zu einer neuen Folge von Star Wars Squadrons. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Foster Haven den Allerwertesten gerettet hat? Ardo Pilotin, bitte. Sehr freut. Du wurdest zur Belohnung nach Chandrilla versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber gute Piloten müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard 5. Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert. Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace. Bringt unsere neue Pilotin an die Grenze des Brenntalsystems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kavas. Gunny und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben. Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Sie haben bestimmt eine TIE-Staffel im Schlepptau. Vernichtet alle imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard-Staffel. Hast du Zeit? Ja, klar. Hallo, Graysalia Vatara Saina. Du kannst mich einfach Grace nennen, wenn du möchtest. Sehr erfreut. Ich bin so lange bei der Vanguard-Staffel, dass Gunny mich zur Stellvertreterin gemacht hat. Und sie vertraut echt nicht jedem. Insbesondere nicht Leuten aus imperialen Familien. Tja, jeder erfährt früher oder später davon. Ja,
Meine liebe Familie baut leider TIE-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wir sehen uns. Dann schauen wir noch mal schnell nach links. Oh, hi. Ich bin Kyo Wensi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Ganz egal, was es mit diesem Projekt Starhawk auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Späher finden. Dem Schlachtplan zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Das tun wir und da gehen wir jetzt auch hin in den Hangar. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie gesagt, ich bin Gani. Bleib wachsam und mach keinen Ärger. Dann verstehen wir uns bestens. Es gab so einen Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren. Aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Nicht ganz, weil wir werden nochmal eben... Na, wieso kann ich mich jetzt wieder nicht bewegen? Das ist eine Sache, die sehr seltsam ist bei Star Wars. Irgendwann plötzlich, weil man sieht es ja hier auch mit der Maus, es bewegt sich nichts mehr. Und irgendwann ist das Bild einfach eingefroren und man kann nicht mehr weiterspielen. Ich werde mal gucken, ob ich das Ganze richten kann und ja, schalt euch dann gleich wieder hinzu. So, ich kann mich endlich wieder bewegen, allerdings nur, weil ich einen kompletten Neustart gemacht habe. Ja, ist ziemlich nervig, ist mir jetzt in dem Spiel aber schon das zweite oder dritte Mal passiert. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich bei meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Ich habe früher in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammlerwert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser imperiale Gouverneur damit von Admiral Thrawn angeben wollte? Aber das ist das Tolle an der Rebellion. Es gibt immer Platz für einen guten Piloten. Kopfgeld hin oder her. Sag mal, spielst du vielleicht Zabak? Ich bin noch Anfänger und möchte üben, aber niemand hier will mit mir spielen. Wärst du für ein paar Runden zu haben? Natürlich würden wir um Credits spielen. Wie soll ich mich sonst verbessern, wenn nichts auf dem Spiel steht? Wir sollten uns vorerst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Das finde ich auch. Steig einfach ins Cockpit, wenn du soweit bist. Eine Mission? Jetzt schon? Gut, warten liegt mir nicht. Ich habe hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige, der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilde. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst, in Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Wir sollten deinen X-Flügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist. Okay. Ah, der X-Flügler. Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger- und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Kriegst du. Sag mir, was du brauchst. Ich wollte mir die Ausrüstung eigentlich nicht angucken. Ach so, Mission Start mit 12. Ach. Okay.
Energieverwaltungssysteme? Check. Also gut, ich installiere gerade deinen Astromektroiden. Pass gut auf ihn auf. Ruhe, du Blechdose. Wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Radar? Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten? Sehen gut aus. Kampfdisplay? Check. Primäre Waffensysteme? Geladen und bereit, heiß abzuschießen. Schub und Boost? Einsatzbereit. Rumpfstabilität? Könnte nicht besser sein. Alle Systeme laufen, Vanguard 5. Du bist für den Start freigegeben. Viel Glück da draußen. Information! Und los geht es! Bleib in der Nähe, Vanguard 5! Ihr kennt die Parameter eurer Mission, Vanguard Staffel! Yep. Scouts finden und Störschiffe zerlegen! Und wieder zurück sein, bevor die Kantina schließt! Das hat Commander Japes bei der Besprechung vergessen. Danke, Ardor. Wir werden vorsichtig sein. Bei Cavis sammeln, sobald ihr die vermissten Piloten gefunden habt, okay? Wir sehen uns. Euch viel Glück. Ey, wartet auf mich. Unser Sprungpunkt ist da vorn. Hyperraumkoordinaten berechnet. Triebwerke laufen. Gehen wir es an, Vanguard-Staffel. Davon kriegst du nie genug, oder Grace? Niemals. Gehen wir. Sensoren zeigen keine Scouts. Siehst du irgendwas, Grace? Negativ. Wir müssen hier draußen doch irgendjemanden finden. Moment. Ich empfange ein republikanisches Signal. Temperance, wir haben sie vielleicht gefunden. Starke Interferenzen. Dani und Kyo werden sich gleich darum kümmern. Wir sollten das Signal untersuchen und uns dort sammeln. Ich hoffe, den Scouts geht's gut. Ich auch, Grace. Ich auch. Das ist unser Ziel. Jetzt aber langsam. Ah, verdammt. Unsere Scouts haben es nicht geschafft. Das Imperium hat sie wohl zuerst gefunden. Wenn das so ist, wo ist das Imperium? Vanguard 5, scanne die Trümmer. Bin dabei. Diese Brutalität. Sogar ihren Astromech hat es erwischt. Jemand wollte wirklich nicht, dass diese Scouts heimkehren. Hey, ich empfange ein zweites Signal. Lasst uns das überprüfen. Folge mir. Gefällt mir nicht, Grace. Verstanden. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit etwas Glück hat irgendwas den Angriff überstanden. Sei auf alles gefasst. Na, ob das Glück ist, ich weiß es ja nicht. Halt! Das ist kein Signal der neuen Republik. Ist vom Imperium. Das ist der Schicht. Herr Jäger im Angriff!
Ey, das war meiner. Wir müssen auch diesen Gosanti-Kreuzer unschädlich machen. So in etwa? Gut geschossen. Der Gosanti ist Geschichte. Dieser Gosanti muss die Unterstützung für die imperialen Störschiffe gewesen sein. Wenn wir das Wrack nach dem zuletzt bekannten Kurs scannen, könnte uns das zu den Störern führen. Das ist eine klasse Idee. Vanguard 5 scanne die Trümmer. Wir halten hier den Rücken frei. Gut gemacht. Das war's. Gut gemacht, Vanguard 5. Was haben wir denn da? Ihr Kurs führt sie zu den Koordinaten von Gani und Kyo. Wenn wir schnell sind, schneiden wir dem Imperium den Weg ab, bevor sie unsere Freunde finden. Markiere Koordinaten. Hoffentlich wissen sie nicht, dass wir kommen. Gehen wir es an. Für alle gefallenen Scouts. Du fliegst voraus, Vanguard 5. Mach ich. Was auch immer uns erwartet. Wir stehen zusammen. Seht, zwei imperiale Störschiffe direkt voraus. Keine Spur von Gani oder Kyo. Die Quelle der Kommunikationsstörung. Frisk, bombardiere die Störschiffe. Sicher doch, Grace. Ich klopfe sie weich und ihr beide streckt sie nieder. Dann mach's. Raketen ausweichen. Du kannst eine Rakete ausweichen, indem du mehrfach scharfe Kurven in verschiedene Richtungen fliegst. Leite deine Triebwerke um und schalte deinen Schub auf halbe Geschwindigkeit, um dir dieses Flugmanöver zu vereinfachen. Rakete im Anflug. Okay. Wie keine Munition. Der dürfte weg sein. Ein Schiff hinter uns. Eins ist down. Dieses Störschiff liegt irgendwo mehr hin. Vanguard, was auch immer ihr da macht, es funktioniert. Langstreckenkommunikation noch gestört. Ich muss auch ausweichen, Mädel, wenn ich nach unten fliege. Wir werden beschossen. Funkbruch steht kurz bevor. Nein, nein, nein. Scheiße. Wo bin ich jetzt aus Versehen draufgekommen? So, Arschloch. Noch ein imperialer Störer
beeindruckend. Das war's. Das waren alle. Gute Arbeit, Leute. Blöde das Imperium. Versuchen die doch wirklich, unser Gebiet zu übernehmen. Gani, kannst du mich hören? Wir haben gerade zwei Störschiffe auf dem Weg zu euren Koordinaten erledigt. Wie ist die Lage? Gani und Kyo sind in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen schnell helfen. Fliegt in Richtung Cavus. Los geht's, Vanguard 5. Ey, was ist das denn für ein Idiot? Warum ist der hier mich reingefahren, geflogen? Ja, ja, ich hab's gemerkt. Imperiale Verstärkung. Ein weiterer Gosanti mit Thais. Dann machen wir die auch fertig. Der Gosanti ist ins nächste System gesprungen. Haben sicher die Hosen voll. Wird verfolgt, schüttel sie ab. Echt gut gemacht. Das waren die Thai-Jäger. Nachschub anfordern. Wenn du Nachschub benötigst, kannst du einen Versorgungsdruiden von deinen Unterstützungssternjäger anfordern. Ein Versorgungsdruide hängt vorübergehend an dein Schiff, um den Rumpf zu reparieren und deine Waffen nachzuladen. Halte 8 gedrückt, das wäre da. Das wird deinen Rumpf reparieren und dich aufmunitionieren. Folge mir. Ich schließe mich an. Ja, wenn du mal sagst, wo. Ein imperialer Kreuzer beschützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kinderspiel. Nicht, solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten Gegenmaßnahmen bereit. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Temperance um Verstärkung bitten. Deshalb hast du das Sagen, Gani. Vanguard 5, auf die Störer konzentrieren. Alles klar. Los geht's. Der Feind hat mich erfasst. Liege enge Kurven, hörst du? Ja, 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 enge Kurven. Hast du ein Glück, dass ich da bin? Tausend. So, da oben. Ich musste erstmal gucken, wo die Taste ist. Okay, mit der 6. Taste kann ich im letzten Moment was ablassen. Ja, würde ich gerne, wenn du mich mal lassen würdest. Thank you.
viel zu knapp. Aber es hat funktioniert, oder? Gefangen, sehr schön. Sie haben mich erwischt. Das war der letzte Störer. Die Kommunikation der neuen Republik ist wiederhergestellt. Commander James, wenn Sie mich hören, wir brauchen Verstärkung an meiner Position. Höre laut und deutlich, Gunny. Hilfe ist unterwegs. Nee, das war der letzte. Also sagt ihr, es war der letzte, wenn die immer noch hier ist. Das war der letzte. Kreuzer zerstört. Nicht schlecht, Vanguard 5. Danke. Aber sag mir nicht im Vorfeld, der ist schon alles zerstört. Starke Staffel kommandiert zu dürfen. Zurück zur Temperance. Danke, Commander Javes. Wir werden die gute Arbeit in der Kantine feiern. Hm. Los, verschwinden wir von hier, Vanguard. So, Mission abgeschlossen. Auch wenn der Verlust der Scouts ein Rückschlag für die Vanguard-Staffel war, hast du einen Angriff des Imperiums zurückgedrängt und die Kommunikationswege im Bormea-Sektor wiederhergestellt. Die nächste Mission der Vanguard-Staffel erwartet dich. Aber erst in der nächsten Folge. Ciao!